Oh Mann. Der PC geht nicht an. Hallo? Was ist los? Bin ich dumm? Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Hä? Guck mal, hä? Der PC geht einfach nicht an. Guten Morgen, meine Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und ja, Leute, ihr wisst es schon, das ist mein erster Daily Vlog jetzt. Ihr habt schon letztens wahrscheinlich im gestrigen Video gehört. Ich versuche jetzt auf meinem Kanal Daily Vlogs zu bringen und ich hoffe, das geht mit der Audioqualität oder so, weil ich habe es ja schon mal in einem Video gesagt. Ich habe mein Mikrofon geschrottet, also das ist nämlich so leicht abgebrochen. Hier auf meinem super aufgeräumten Tisch auf jeden Fall an dieser Stelle. Warte. Hier ist nämlich mein Mikrofon. Das ist einfach. Wo ist das denn überhaupt nochmal kaputt gewesen? Hier, vielleicht sieht man das. Da irgendwo hier ist es abgebrochen auf jeden Fall. Ups. Ich habe es versucht mit Kleber zu reparieren, aber hat nicht so ganz funktioniert. Aber egal, ich muss mir auf jeden Fall irgendwann ein neues kaufen. Aber bis dahin gibt es auf jeden Fall hier diese Audioqualität, die ist ja auch super. Ihr könnt das Video auch gerne teilen mit euren Freunden. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn jetzt sehr viele Leute hier dabei sind. Ihr könnt auch immer gerne aktiv kommentieren. Ich glaube, der jetzt von Block 1 an bis, keine Ahnung, wie lange ich Vlogs mache, bei jedem Video kommentiert, der kriegt irgendwas geschenkt. Ich überlege mir irgendwas Cooles. Ich habe nämlich gerade zu viel Pappte, ey. Und ich dachte mir jetzt, wie kann man am besten so einen Daily-Vlog starten und am besten einfach, indem man sein Zimmer erstmal aufräumt, oder nicht? Wir machen das nicht alle YouTuber immer, dass sie erstmal ihre Roomtour machen. Schaut euch mal dieses Zimmer an, Digga. Aber es sind auch Ferien, das ist mein Zimmer immer umso mehr unaufgeräumt. Liegt einfach ein Tablet und eine Hose, keiner weiß warum. Hier auch irgendwelche Sachen einfach in der Ecke. Keiner weiß, was ich in meinem Zimmer hier eigentlich mache, Alter. Ey, so viel Scheiße liegt hier einfach rum. Und ich hasse diese Kamera, die fokussiert so langsam. Ich brauche echt mal eine neue, ich brauche echt mal eine bessere, Alter, ey. Aber egal, YouTube, man läuft nicht. Und hier bin ich einfach am Haufen voll mit Kleidung. Und ich trage halt einfach nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wann ich die zuletzt getragen habe. Bestimmt 2019, ne? Und ich habe hier einfach in der Ecke eine Kleidung voller Haufen. Kleidung voller Haufen, oder? Da bin ich raus. Ich habe hier einfach in der Ecke einen Haufen voll meiner Kleidung, aber irgendwie, ich trage halt gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ich bin einfach zu faul, die wegzuräumen. Also die liegt da irgendwie schon seit, keine Ahnung, 2017 oder so. Aber das werde ich natürlich versuchen, heute alles aufzuräumen. Ich werde versuchen, heute produktiv zu sein. Ich will gar nicht so viel labern. Ich mache am besten so eine Timelapse oder so. Ich weiß nicht, wie machen das so coole Vlogger. Ich bin kein guter Vlogger, ja. Ich mache einfach hier so ein bisschen kameramäßig. Ich muss halt dieses Stativ nehmen, was halt das alte ist, nicht so gut. Weil das hier ist ja auch kaputt gegangen. Das kann ich euch auch noch im Video zeigen. Vielleicht, dass ich das kann ich ja vielleicht irgendwie noch in einem Video reparieren oder so. Und ich habe, wo ist denn das hier? Super Qualität in dieser Stelle. Auf jeden Fall liegt einfach ein 4. Ja, moin. Mir fällt einfach gerade auf. Also, die ist mir einfach noch nicht aufgefallen, Alter. Hier liegt die ganze Zeit schon diese Isomatte, ne? Also, ist das eine Isomatte? Die hieß Isomatte, oder? Genau. Die war einfach noch, vielleicht habt ihr den Vlog gesehen, als Fresh F bei mir war. Ja, der hat da drauf gepennt. Das ist irgendwie ein Monat her oder so. Jungs. So muss das sein. Also ich habe jetzt hier erstmal diese Ecke hier aufgeräumt. Das seht ihr schon, ist alles viel aufgeräumt. Ich muss die Kabel jetzt alles wirklich wegräumen. Hier sind so Kabel, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Und so ein Teddybär, ich glaube, der ist von meiner Schwester. Dann wird jetzt auch jeder sagen, der mit Teddybär schläft. Nein, das wird, glaube ich, von meiner Schwester. Ich habe ja sogar nicht mehr gesehen. Also Nintendo zocken. So, erstmal habe ich jetzt soweit das Wichtigste weggeräumt. Also hier in dieser Ecke ist einfach alles weg. Okay, nicht alles. Das mache ich auch noch gleich weg. Aber das habe ich ja so lange nicht mehr. Das ist aber eine Steckdose, Jungs. Stonks. Hier habe ich auch noch ein bisschen aufgeräumt. So. Ich muss halt hier das alles irgendwie. Auch hier mit dem PC. Also ich habe ja halt, habe ich eigentlich schon gesagt, was mein Plan für heute ist? Ich glaube nicht. Also für alle, die hier neu auf dem Kanal sind, ihr habt vielleicht schon gemerkt, ich bin verpeilt, aber ich bin immer verpeilt, also passt das. Und zwar ist der Plan für heute, dass ich eigentlich mein Zimmer so ein bisschen umstellen wollte, weil irgendwie finde ich das nicht so nice, dass hier so einfach das Bett, das ganze Zimmer so gefühlt verdeckt. Und zwar war mein Plan, dass ich da, wo das Bett gerade steht, hier momentan, ich finde es auf jeden Fall übel sexy, dass ich einen pinken Lacken habe, dass es hier in diese Ecke kommt, also hier so. Dass man halt hier auf dieser Seite schläft und dass man halt hier so entlang ist dann halt das Bett. Also dann wird halt hier so das Bett sein. So, könnt ihr euch das vorstellen, hier so, immer das. Hier wird dann das Bett, hier so. Und dann kann man halt, wenn man durch die Tür reinkommt, kann man direkt ins Bett rein, so. Perfekt, was will man hier mehr, so. Und dann wollte ich nämlich hier, wo das Bett gerade steht und wo der Schrank gerade steht, da wollte ich ja meinen Schreibtisch mit meinem PC und sowas hinstellen. Weil hier habe ich auch den Vorteil, dass hier sieht man es vielleicht nicht ganz, aber ich habe zwei Steckdosen auf dieser Seite. Da kann ich auf jeden Fall so besser Sachen halt, mehr Sachen daran stecken, besser gesagt. Und ich habe auch immer theoretisch, also hier ist gerade zu, wird immer Aussicht so aus meinem Fenster und so, das ist natürlich auch mega nice. Theoretisch kann ich ja die Schränke hier stehen lassen, ich meine, die stören ja nicht. Ich meine, die jetzt auch wegzuschieben, ich glaube, das wäre sehr, sehr viel Arbeit. Das
das spare ich mir für ein anderes Mal auf. Hier kommt man bestimmt coole Sachen in meinem Zimmer machen. Oder ihr könnt auch gerne mal in den Kommentar schreiben, so was euch alles einfällt, was man so cooles in meinem Zimmer machen kann. Ich habe auf jeden Fall irgendwie Ideen gehabt mit LED irgendwo alles hinmachen. Bitte auf jeden Fall ein paar Vorschläge in die Kommentare schreiben. Ich würde es natürlich auch freuen, wenn ihr jetzt während der Daily Vlogs immer aktiv Kommentare schreibt oder auch aktiv Videos schaut, weil das motiviert mich einfach. Dann habe ich auch Bock weiterzumachen. Also ich denke mal, was wäre dann cool, so ein Basketballkorb könnte man doch bestimmt hier im Zimmer aufstellen. Da ist ja bestimmt stramm, aber so ein Basketballkorb. Ich muss gerade überlegen, wie ich am besten vorgehe. Also erstmal, wie macht man das denn jetzt? Also das Bett ist halt hier und das ist hier halt hier unten. Das kann man halt nicht so einfach da hinschieben, weil halt der Schreibtisch und so und der PC ist angeschlossen, glaube ich, erstmal gleich den. Ich muss erstmal den PC runterfahren, ne? Ey, Digga, verpeilt. Am besten fahre ich erstmal den PC runter, schieb dann den Tisch hier an die Tür, dann das Bett. Boah, Digga, Alter, das ist zu viel Architektur. Irgendwie so, und dann erstmal das Bett und dann irgendwie das Bett. Das wird schon irgendwie klappen. Ich schließe erstmal den PC und alles mögliche ab. Oder ich fahre jetzt erstmal runter. Boah, hab schon mal so einen coolen PC gesehen, der ist ja so langsam. Falls euch wundert, warum meine Streams immer abkacken, mein PC ist schuld. Und ich muss meine Stühle erstmal, Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Ey, ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? Aber letzte Zeit wird es wieder so warm in Köln. Ich höre schon wieder die Hochsommer, Alter. Das ist Oktober. Ich könnte daraus richtig gut eine ASMR machen, wenn ich so tue. Danke. Ey, wo hab ich jetzt mein Band dafür hingetan? Das werde ich doch nie wiederfinden, ey. Ja, ich muss aber erstmal einen Schrank hier. Ey, ich schwitze wieder wie keine Ahnung was, Alter. Und ich mache hier gar nichts, ja? Aber ich muss auch persönlich schon sagen, schwitzen mal so schnell. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ist. Was soll ich auch beim Sport und Dreh? Kann meine Freunde bezeugen, die das jetzt hier sehen, Alter. Nicht gesund, ganz gesund. Boah, jetzt scheint es hier richtig, Alter. Oder. Wahrscheinlich bild's mir nur ein. Ich habe einfach eine richtig krank, Oma. Ich habe einfach eine Heizung stehen, ja. Kennt ihr das? Das ist so ein Ding, das steckst du halt einfach da hin. Das ist ein Katzenspielzeug, egal. Das kannst du halt, wenn die Steckdose stecken hast, so eine Heizung, Alter. Das ist so perfekt für Winter. Das habe ich schon richtig oft gemacht. Habe ich mich draußen vom Balkon, die sieht man jetzt gerade nicht. Aber dann kann man die halt da hinstellen. Und dann einfach so, ja, warm, ne, im Winter. Das ist übel Sex. Das mache ich auch mit meinen Freunden. Das ist so geil. Alter, was auch immer das jetzt. Polizei! Klingel gegen Polizei! Boah, Alter, wie soll ich dieses kein Bett jetzt bewegen? Ich hab gar keinen Bock jetzt, Alter. Ey, ich weiß schon, ich habe letztens dieses Bett verschoben, ne? Und dann habe ich das da hier so auf dieser kurzen Seite, da, auf dieser kurzen Seite nur da gezogen und hat so richtig laut geknackst, Alter. Ich hoffe, es zerbricht jetzt nicht. Nee, ich hab Angst. Guck mal, was für coole Sachen man findet, wenn man sein Zimmer aufräumt. Ey, Digga, hier ist einfach ein Keyboard drunter. Ich spiele kein Keyboard. Woher kommt das jetzt her, Alter? Hä? Das ist hier richtig, keine Ahnung, irgendwelcher Kunde mein Zimmer gerade richtig. Gebt dem Keyboard einen Namen, wenn ihr wollt. Das sieht so richtig abgeranzt aus, ne? Alter, ne. Das ist Kimi das Keyboard. Okay, der war schlecht. Alter, das ist anstrengend. Also Jungs, wenn ihr so in eurem Zimmer schlafen könnt, einfach mal ein schräges Bett ins Zimmer stellen. So ist es perfekt, oder? Ich glaube, so lasse ich es einfach, so ist perfekt. Es ist halt so viel Müll auf dem Boden, Alter, das ist so ekelhaft. Aber jetzt habe ich das Bett hier erstmal verschoben und jetzt muss ich eigentlich hier den Schreibtisch verschieben, ohne dass ich alles kaputt mache. Ich stelle mal kurz die Kamera um. Leute, das Ding ist halt, guck mal, wie viele Kabel da hinten sind. Die muss ich am Ende alle wieder reinstecken, ey, locker. PC kaputt, YouTube-Karriere einfach zu Ende, so. Ah, Kimi, das Keyboard muss kurz mitkommen. Oh mein Gott, Alter, ich sehe schon so, komm, Alter, gleich diese beiden Bündchen auf einmal krach, beide auf dem Boden. Ja, guck, es fängt schon an, Junge, es ist richtig. An den Kant hier gerade. Alter, oh mein Gott, das war gerade richtig close. Vielleicht seht ihr das hier. Hier ist so ein Kabel richtig krass gespannt. Hätte ich das jetzt weitergezogen, würde ich gar nicht wissen, was gerade gegangen wäre. Eigentlich will ich Musik abmachen. Ey, dieses Tablet ist einfach so laut, das glaubt ihr gar nicht. Eigentlich will ich nicht voll laut machen. Ah, gut. Yeah. Einfach so ein bisschen. Ich merke schon, kameratechnisch klappt das hier richtig gut. Ja. Boah, Junge, was ist das? Boah, Junge, das ist richtig. Vielleicht sieht man das auf der Kamera, das ist so Müll, die sich so über 20 Jahre hier angesammelt haben, Alter. Bah. Ich muss mein Zimmer echt mal öfter aufräumen. Ich glaube, jetzt kann ich schieben. Ich bin nicht ganz safe, aber ich glaube, jetzt müsste ich es einschieben. Komm, weil jetzt sind alle Kabel hier abgemacht. Ich probiere es mal. Ich mache es einfach so, Digga, wenn jetzt irgendwas kaputt geht, dann müsst ihr mir ein Geld spenden als Entschädigung. Warte. Ah. Ich sehe es jetzt schon kommen, wie es gleich umkippt und dann papp. Mit Gefühl, mit Gefühl.
Bitte fallt nicht runter, Softbox. Vielleicht ist gerade hier auf der Seite ein bisschen dunkler, weil ich gerade die Softbox rausziehen musste. Aber wie ich. Egal, wird schon. Super YouTuber bin ich. Ah! Ey, diese Softboxen kippen so leicht um, ne? Oh man. Bitte mach keine Faxen. Also ich muss schon sagen, vielleicht sieht das Kabel hier. Also ich muss schon sagen, ich leg's ja schon echt drauf an, ne? Alter, das war so close. Das war gerade schon halb am Umkippen, ey. Ich bin bester YouTuber. Angst um mein Leben, Alter. Okay, Leute, ich muss das kurz entscheiden, wie ich das mache, weil ja, jetzt steht auf jeden Fall hier mein PC in der Ecke schon mal weg, also hier schon mal alles weg. Hier ist noch super Streifen, jetzt auf dem Boden. Aber jetzt steht halt hier mein PC und die Frage ist halt jetzt, ob ich den Schrank daneben wegräumen soll oder halt, ob er da bleiben soll, aber der nimmt halt schon Platz weg, ne? Doch, ich glaube, ich lasse ihn da. Doch, der kann da bleiben, das wird ein super Ding, Jungs. Ah, ich tue mir immer weh. Bis jetzt halt hier jetzt der PC und so. Und hier ist halt der Schrank. Den muss ich jetzt, glaube ich, noch ein bisschen weiter rechts schieben. Ey, bitte kipp das nicht alles um, Alter. Der Schrank scheint mir nicht wirklich sicher zu sein, weil ich ehrlich bin. Die wahre Frage ist halt jetzt, Jungs, wo kommt der PC hin eigentlich? Hier auf die Seite kann er ja nicht mehr, also hier in die Ecke. Müsste eigentlich dann hier hin. Überlegen, wie lang das Bett ist, weil wenn das denn, weil das hier schon hier ist. Wenn hier noch das Bett hinkommt, vielleicht kann man dann hier gar nicht mehr durchgehen. Aber egal, ich verschiebe es erstmal irgendwie, es wird schon gehen. Richtig sexy. Das ist ja ganz geil so eigentlich, wie ich so drüber nachdenke. Also das. Doch, ja. Digga, was? Was ist das, Junge? Ich will gar nicht wissen, wie lange das da schon lag. Nein, Mann. Oh, das riecht am Schimmeln. Mein Zimmer ist einfach so legendär, Junge. Eieiei. Oh, lecker. Meine Kamera will ich nicht fokussieren, weil sind das ekelhaft. Eieiei. Also wir haben jetzt hier auf jeden Fall so einen kurzen Überblick, ob wir hier am PC stehen. Hier haben wir halt den Schrank und so. Und hier steht gerade einfach nur mein Bett mitten im Zimmer drin, Alter. Die Frage ist halt, was soll ich mit diesem Schimmelteil machen? Soll ich das wegräumen oder einfach liegen dazu? Ich meine, liegt halt am Ende so oder so mein Bett drauf, ne? Aber, oh Junge, ich entdecke gerade voll die Sache in meinem Zimmer, Junge, was ist das? Woher kommt das jetzt? Mein Zimmer, Digga, das ist einfach, Junge, ich entdecke gerade mein Zimmer richtig neu, Alter. Dora, aber halt auf eklige Weise. Okay, Jungs, das Bett wird jetzt hier irgendwie verschoben. Oh, ich sind locker so die Spinnen drunter oder so, ich fühl's doch schon, Junge. Denkt so, ja, Mann, als Jahr hat's ja nie. Boah, Junge, richtig anstrengend als Sportunterricht, Alter. Scheiße, ich bin so dumm, Alter. Ey, jetzt habe ich vergessen, dass da der Stuhl noch stand. Jetzt habe ich das Bett hier schon. Oh, Alter. Ist das anstrengend, ey. Hier, wollt ihr haben, neues iPad. Eins oder so, ich habe keine Ahnung, gebraucht. Nee, neu, ich schwöre neu. Okay, Jungs, Stand momentan haben wir jetzt hier dieses Bett hier hinbekommen. Auf jeden Fall hat alles gut geklappt. Das steht jetzt hier auch und jetzt haben wir hier in dieser Ecke halt mein PC. Und sieht auf jeden Fall mega nice aus. Ich muss hier noch ein bisschen umbauen, aber ich hätte übelst Bock auf LEDs oder sowas. Wenn wir irgendwie sowas machen, irgendwie hier so unter das Bett, hier so LEDs rein. Sieht bestimmt geil aus. Safe Call, Alter. Safe Call. Ich räume aber jetzt hier noch dieses Zimmer ein bisschen auf an sich und so. Und dann melde ich mich auf jeden Fall nochmal zurück. Ey, Jungs, mir ist gerade eingefallen, ne? Also, wie soll ich eigentlich mal Jungs, Alter? Leute, mir ist gerade eingefallen, ich muss jetzt erstmal wieder alles einstecken für mein PC. Ich habe erstmal alles ausgesteckt. Und ich muss jetzt wieder alles einstecken. Und das ist halt, guck mal, wie viele Kabel das hier sind, Alter. Ich hoffe, mit dem Sound geht das, Alter, weil ich laber hier einfach mir selber unterm Tisch. Wenn jetzt meine Eltern reinkommen, wie soll ich das erklären, Alter? Junge, ich habe ja gerade null Bock, das zu machen, Alter, aber dieses andere null Bock. So, Leute, ich müsste jetzt eigentlich soweit fertig sein. Ich habe jetzt alles irgendwie so, also hier unten sieht es noch nicht so schön aus. Das muss ich gleich noch reinstecken, das habe ich nicht vergessen. Aber ich habe jetzt alles schon mal soweit hier so zusammengesteckt, wie es eigentlich sein muss. Das war irgendwie... Hat länger gedauert als erwartet, ja. Ich stecke jetzt auf jeden Fall noch das Ding hier rein. Gesteckt, ne, genau. Was auch immer du hier laberst, Jan. Laber bitte nicht mehr. So, wir sehen schon hier, die Bildschirme gehen an, die Alexa geht an. Wir probieren jetzt aus. Ich mache jetzt den PC an.
Der geht nicht an. Hallo? War ich los? Bin ich dumm? Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Hä? Guck mal, hä? Der PC geht einfach nicht an. Habe ich meinen PC gerade gefickt? Bin ich dumm? Habe ich gerade ein Kabel vergessen oder so? Habe ich ihn jetzt nicht kaputt gemacht, Alter? Hallo? Oh Gott, ich bin so ein Idiot. Guck mal, hier ist noch so ein Ding hier unten. Das hat sich wahrscheinlich gerade einfach umgeschalten. So, jetzt sollte er bitte angehen. Wenn er jetzt nicht angeht, dann bin ich aber absolut gefickt. Oh, danke, Alter. Um mir einen neuen PC zu kaufen. Eigentlich muss ich mir einen neuen PC kaufen. Der ist so schlecht, Alter. Die Kacke hier. Ja, du Bastard, Alter. So, aber das startet jetzt hier. Das läuft jetzt hier. Und an dieser Stelle würde ich nur sagen, das war's mit dem Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Ihr könnt gerne kommentieren, was ihr wollt. Ihr könnt auch gerne kommentieren, was für Vlogs ich in letzter Zeit bringen soll, weil wie gesagt, ich mache jetzt Daily Vlogs, versuche ich zumindest so lange wie möglich auszuhalten, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es echt krass Arbeit ist, aber das mit dem ersten Vlog jetzt hier müsste eigentlich passen, so, ja, ich habe schon alles gesagt, was ich mir sagen wollte, ihr könnt gerne schreiben, was für Ideen noch habt oder was ich hier alles in meinem Zimmer machen kann, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, aber ich würde trotzdem sagen, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen in einem weiteren Daily Vlog, bis morgen, ciao, es hört sich so ungewohnt an. Yeah, here we come.